Bekannt geworden ist Wolke Hegenbart vor allem durch ihre Rolle in der Comedy-Fernsehserie Mein Leben und ich. Dort verkörperte sie gut 7 Jahre lang die Protagonistin Alexandra Alex Degenhardt. Seit 2012 spielt sie nun schon die Hauptrolle in der ZDF-Serie Alles Clara und ist regelmäßig in aktuellen Fernsehproduktionen wie Promi Shopping Queen zu sehen. Grund genug, die beliebte Schauspielerin mal genauer unter die Lupe zu nehmen. 11 Jahre lang waren Wolke Hegenbart und der Südafrikaner Justin Bryan ein Paar. Doch 2011 gaben die beiden schließlich ihre Trennung nach 9 Jahren als Ehepaar bekannt. Mittlerweile sind die beiden geschieden. Das traurige Ende einer Jugendliebe. Gegenüber Bild sagte Wolke Hegenbart damals, dass sie ihren Mann freigibt, damit er in seiner Heimat Südafrika glücklich werden kann. Es lag also nicht daran, dass die beiden sich nicht mehr liebten. Vielmehr lag es daran, dass Justin Bryan in Deutschland damals keinen guten Job finden konnte. Er bekam dann in Kapstadt ein tolles Angebot und hat gemerkt, dass er in seiner Heimat Südafrika glücklicher wäre, weil es für ihn dort bessere Berufschancen gibt, sagte Wolke Hegenbart nach der Trennung von ihrem Ehemann zu Bild. Sie blieb Single, bis sie 2015 Oliver Veit kennenlernte. Lange Zeit hielt Wolke Hegenbart, die mit vollem Namen Wolke Alma Hegenbart heißt, ihren neuen Partner vor der Öffentlichkeit geheim. Erst Anfang 2016 zeigte sie sich erstmals auf der Berlinale gemeinsam mit Oliver auf dem roten Teppich. Wir haben uns letzten Sommer auf einer Hochzeit kennengelernt. Er ist mit dem Bräutigam befreundet, ich mit der Braut, verriet sie im Bild-Interview. Das Paar wagt bald den nächsten Schritt. Die beiden stecken bereits in den Hochzeitsvorbereitungen. Wann sie den Bund fürs Leben eingehen, ist bislang nicht bekannt. Angesichts dieser romantischen Schnappschüsse ist jedenfalls eines sicher. Diese beiden Turteltauben sind sichtlich glücklich. Im Jahr 2019 gründen sie ihr Glück mit einem gemeinsamen Kind. Anfang September 2019 brachte Wolke Hegenbart den zuckersüßen Spross zur Welt. Auf Instagram veröffentlichte die Mein Leben und ich Darstellerin ein Bild von ihrer Hand und der ihres Kindes. Dazu schrieb sie: Er ist da! Herzlich willkommen zu dieser bunten Veranstaltung namens Leben. Schön, dass du da bist.